Ein herzliches Willkommen zurück hier bei Sherlock Holmes und die tätowierte Rose, von der wir leider bisher noch nichts gesehen haben. Aber wir sehen jetzt hier, wie es im Inneren der Polizeistation aussieht, denn wir haben in der letzten Folge es geschafft, an dem Constable vorbeizukommen. Und hier, ja, glaube ich, müssen wir uns erstmal mit allen unterhalten. Nein, wir schauen uns erstmal das Porträt an. Victoria, Königin des United Kingdom und Kaiserin von Indien, feiert das 53. Jahr ihrer Regierungszeit. Auf diesem Bild trägt die Queen ihr Festgewand zum goldenen Jubiläum. Hört, hört. Nett gekleidete alte Dame, nicht wissend und murmelnd vor sich hin. Hä? Irgendwie ist die Übersetzung hier gerade ein bisschen schwammig. Da sie ein regelmäßiger Besucher des Yard ist, wird bereits über eine familiäre Beziehung zu Lestrade spekuliert. Sie schaut niemanden an, während sie ihr privates Gespräch mit unbekannten Wesen oder Kräften fortsetzt. Okay. Der Inspektor scheint durch die Energie der jungen Frau, mit der er spricht, förmlich an seinem Stuhl gefesselt zu sein. Welche junge Frau? Sie spricht mit ihm und sie sitzt hier nur so. Hä? Das verstehe ich nicht. Okay. Der Sergeant vom Dienst. Sir, Sie könnten bestimmt Mr. Holmes, wenn er frei wäre, aber wie Sie sehen, ist er beschäftigt. Zweifellos damit, seine geringen Fähigkeiten an Trivialitäten zu vergeuden. Sie werden das schon wissen. Wenn Sie warten wollen, dürfen Sie sich gerne setzen. Oh. Oh, Telefon. Ich finde das für die damalige Zeit so fortgeschritten. Master Sergeant Jeremy Duncan, Träger des Victoria-Kreuzes für besondere Tapferkeit während der Sepoy-Meuterei, regiert das Revier mit kristallklarer Effizienz und unangefochtener Autorität. Seine militärische Haltung verbirgt eine harmlose Neigung zu belanglosem Geplauder und lästerlichem Klatsch. Klatsch. Platsch. Sergeant, ist diese ältere Dame hier zur ständigen Einrichtung geworden? Könnte man so sagen, Mr. Holmes. Sie hat früher mal hier gewohnt. Jetzt glaubt sie, wir wären alle Gäste in ihrem Wohnzimmer. Niemand traut sich, ihr die Wahrheit zu sagen. Dieser verstörte Mensch wartet auf seine Verlegung in die Irrenabteilung von St. Mary's. Die Polizei vermutet, dass sein abnormales Verhalten in Gewalt umschlagen könnte. Diese Schlussfolgerung könnte voreilig sein. Er kommt bei seinen Beschimpfungen außer Atem und sein Gesicht verfärbt sich. Bürobereich. Ein Großteil der Polizeiarbeit hat wenig mit Verbrechensvorbeugung oder öffentlicher Sicherheit zu tun. Die Beamten vom Dienst kämpfen sich täglich durch einen Berg von ermüdenden Papierkram. Die Constables verbringen mehr Zeit mit dem Aufschreiben von Verbrechen als mit deren Aufklärung. Dass dieser zweifelhafte Beitrag zum Schutz des britischen Way of Life größtenteils unbemerkt und ohne Anerkennung vor sich geht, spricht für sich selbst. Okay. Frau. Eine gut angezogene junge Frau fesselt Lestrades Aufmerksamkeit. Ihre Gestik verrät ihre Anspannung, dennoch ist ihre Stimme kaum zu hören, während sie ihre offenbar endlose Leidensgeschichte erzählt. Na. Geh doch weg. Der Inspektor scheint durch die Energie der jungen... okay. Okay, hier macht es Sinn. Die Porträts einiger der prominentesten Verbrecher Londons werden hier öffentlich ausgehangen. Okay, Watson, vielleicht kannst du mir helfen? Polizeibürokratismus ist für bestimmte Arten von Arbeit hervorragend geeignet. Was für Arten denn, Holmes? Die langweiligen, immer gleichen, fantasielosen, ermüdenden und endlos wiederholten. Da hierunter fast alle kriminalistischen Arbeiten fallen, ist es ein Wunder, dass Sie noch im Geschäft sind. Lassen Sie den Sarkasmus, Doktor. Ich bin wild entschlossen, auf die Polizei sauer zu sein. Wenn ich dabei unvernünftig bin, erwarte ich, dass Sie das hinnehmen. Was sind das für Worte hier, Holmes? Sie scheinen beunruhigt, Watson. Gibt es ein Problem? Machen Sie sich deshalb keine Sorgen, Holmes. Der Durchzug ruiniert gerade nur wieder meine Nebenhöhlen. Dann fühle ich mich noch traniger als gewöhnlich. Oh Gott, ein Trantier.
Gibt es sonst noch etwas, das uns hier aufhalten könnte, Watson? Wenn wir nicht mit Lestrade reden, ist das Ganze hier doch Zeitverschwendung. Ja, das finde ich allerdings auch. Wann könnte Lestrade denn Zeit haben, Sergeant? Kann ich nicht sagen, Sir. Sie kuckelt schon eine ganze Zeit an seinen Ohren rum und zeigt keine Anzeichen von Ermüdung. Ich wurde schon angepfiffen, weil ich es gewagt habe, sie zu unterbrechen. Was ist Ihr Problem? Sie behauptet, Ihr Bruder sei widerrechtlich verhaftet worden. Blödsinn natürlich. Aber der Inspektor gibt sich besondere Mühe. Es gab Anschuldigungen, man sei zu hochnäsig hier. Vielleicht fühlt er, wie Gregson über seine Schulter schaut, wenn Sie mich verstehen. Wie geht es der Familie, Sergeant? Liegt mit Grippe flach, Mr. Holmes. Schreckliche Krämpfe. Bin selbst nicht in Topform. Tut mir leid, das zu hören. Könnte ich wohl mit Inspektor Gregson sprechen? Natürlich. Und darf ich Ihnen sagen, wie leid mir das mit Ihrem Bruder tut? Es liegt jetzt nicht mehr in Menschenhand, nicht wahr? Wirklich schlimme Geschichte, so eine Gasexplosion. Ja, danke, Sergeant. Ich gehe schnell mal zu Gregson rüber. Mr. Holmes, Doktor, was kann ich für Sie tun? Das weiß ich noch nicht. Was? Ach, Bänke. Wir gucken uns erstmal die Bänke an. Besucher, deren Angelegenheiten nicht sofort kurzfristig vom Tisch gefegt werden... werden mit den Worten "Nehmen Sie so lange Platz" zum Warten aufgefordert. Erfahrene Männer, die dazu in der Lage sind, fliehen an dieser Stelle lieber aus dem Raum, denn sie wissen, dass diese als Sitzgelegenheiten getarnten Folterinstrumente für einen beträchtlichen Anteil der Hexenschüsse in London verantwortlich sind. Gibt es Neuigkeiten über das Feuer im Diogenes Club? Die Feuerwehr hat unseren Verdacht bestätigt, Sir. Ein Funke unbekannter Herkunft hat eine Gasleitung entzündet. Die Explosion war ein bedauerlicher Unfall. Was wirklich bedauerlich ist, Inspektor, ist, dass offenbar niemand bei der Feuerwehr über genug Hirn verfügt, um simpler Logik zu folgen. Solange der Ursprung des Funkens unbekannt ist, kann auch der Ursprung des Feuers nur unbekannt sein. Hat Lestrade dem Bericht der Feuerwehr noch irgendetwas hinzuzufügen? Das bezweifle ich. Er hat noch andere Fälle und hatte es eilig, diesen hier abzuschließen. Typisch. Immer den einfachsten Weg. Naja, er ist nicht mehr so genau, wie er es mal war. Und wenn der Mann überarbeitet ist, soll er es sagen. Plattitüden verbergen nur Inkompetenz und mangelnde Vorstellungskraft. Dieser großspurige Hohlkopf. Holmes, bitte mäßigen Sie Ihre Ausdrucksweise. Ach was. Gut gesagt, Mr. Holmes, wenn ich das bemerken darf. Was? Der geht gegen seinen eigenen Kollegen vor. Können Sie mich ermächtigen, in diesem Diogenes-Fall zu ermitteln? Das kann ich nicht tun, Mr. Holmes, und es schmerzt mich, Ihnen das sagen zu müssen. Aber Lestrade hat den Fall, ich kann mich nicht einmischen. So eine Scheiße. Geben Sie etwas auf das Gerücht, irische Schläger seien in der Stadt? Wenn Sie andeuten wollen, dass Terroristen hinter der Explosion im Diogenes stecken, Mr. Holmes, kann ich Ihnen da keinen Mut machen. Was wäre, wenn es Beweise für eine Bombe gäbe? Einen solchen Beweis will ich sehen. Ich will wissen, wo Sie ihn gefunden haben und warum Sie ihn dieser Behörde nicht sofort übergeben haben. Aber ich glaube nicht daran. Eine Bombe im Diogenes Club ist nicht deren Stil. Erzählen Sie das meinem Bruder. Ich glaube, das genügt, Holmes. Okay. Gut, das war der eine Inspektor. Jetzt will ich mit dem anderen sprechen. Na? Sergeant, warum wird dieser Mann festgehalten? Beknackt wie eine Vase nach einem Fall aus dem dritten Stock. Der wartet auf den Chauffeur in St. Mary's. Warum die Verzögerung? Diese Frau behauptet, er sei nicht verrückt, sondern nur krank. Sie hat zweifellos recht. Aber wie krank und woher? Ich kann echt nicht mit dir reden. Mit ihr auch nicht, mit ihm auch nicht. In dem vergeblichen Bemühen, die Papierberge zu verdauen, die eine großstädtische Bürokratie erzeugt, geht ein offizieller Sachbearbeiter in Straßenkleidung die Akten durch und überprüft die Berichte der Metropolitan Police. Mit dem kann ich auch nicht reden. Mit dem kann ich auch nicht reden. Mann, geh weg! Beweismittelkiste? Der Sergeant vom Dienst erfasst Beweismittel von aktuellen Verbrechensschauplätzen und verwahrt sie hier für eine gewisse Zeit. Dieser Fortschritt in der polizeilichen Vorgehensweise sichert die Verfügbarkeit der Beweise, sollten sie im Laufe eines Verfahrens benötigt werden. Die Beweismittel sind aber natürlich immer nur so gut wie derjenige, der sie einsammelt. Irgendwie glaube ich, dass wir da jetzt irgendwas raushaben müssen. Hahaha. Sergeant, was bewahren Sie im Moment bei den Beweismitteln auf? Keine Fischzüge im Trüben, Mr. Holmes. Das wissen Sie doch besser.
Sagen wir mal, für alles da drin gibt es eine zufriedenstellende Erklärung. Aha. Ach so. Ich will was da draus. Ich will eine bunte Tüte für 1 Euro. Der Sergeant vom Dienst verteilt von hier aus die Einsätze an die Constables, kontrolliert den Zugang zu den Inspektoren und leitet die Anfragen der seltenen Privatbesucher weiter, die sich durch dieses einschüchternde Portal wagen. Der Sergeant ist während seiner Schicht der hohe Priester des Yards und der Einsatzschreibtisch ist sein Altar. Die Metropolitan Police benutzt jetzt seit fast 10 Jahren das Telefon, größtenteils um untereinander zu kommunizieren. Die meisten Menschen mit gesundem Verstand betrachten diese Instrumente allerdings als aufdringliche Störenfriede. Okay, das Telefon. Na, ja. Tja, ich bin jetzt so langsam... Ein bisschen... Ach nein. Tasche... Kann ich hier vielleicht irgendwas zeigen? Nein. Schade. Kann ich mit ihm nochmal reden? Nope. Mit Watson? Ja. Kann man die Krankheit eines Patienten nach seinen Warntiraden diagnostizieren? Ein Spezialist könnte das vielleicht. Ich würde vermuten, dass auch der Alkohol bei dieser speziellen Episode eine Rolle spielt. Ist es der momentane Alkoholspiegel, ein lang andauernder Missbrauch oder ein Anfall? Gute Frage. Beachten Sie die auffallenden Ticks und Drehungen. Stimmt, die sind vielsagend. Und die Veränderungen in seinem Gesicht. Eine noch bessere Beobachtung. Ich war ebenso voreilig wie die Polizei. Dieser Mann ist krank. Vielleicht eine Art von Epilepsie. Okay, habe ich jetzt hier eine heiße Spur? Sergeant, ich glaube, Ihr Gefangener ist krank. Da gibt es gar keinen Zweifel, Mr. Holmes. Geistig unzurechnungsfähig, würde ich sagen. Gefährlich verrückt. Könnte wer weiß was anstellen, wenn wir ihn laufen ließen. Glaube ich nicht. Er ist ein Epileptiker. Dr. Watson wird meine Beobachtung bestätigen. Ich hasse es, Ihnen zu widersprechen, Mr. Holmes. Aber nur weil Sie es sagen, wird sich da nichts ändern. Der Knabe ist abgedreht. Okay, ich dachte, ich hätte eine heiße Spur, aber... Tja, Freunde, das ist ein bisschen niederschmetternd hier gerade. Mann, oh. Dem kann ich auch nicht mich unterhalten. Tja, dann würde ich sagen, sind wir hier wohl erstmal durch. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich mir hier eine Zutrittsgenehmigung holen kann. Für den Diogenes Club. Der Yard scheint ziemlich verlassen zu sein. Warum? Die gesetzestreuen Bürger sind zu Hause und die Verbrecher wissen, dass ich im Dienst bin. Ich bin immer im Dienst. Habe keine Teepause mehr gemacht seit weiß nicht wie vielen Jahren. Ist Lestrade da? Ich schätze schon. Er ist nicht verpflichtet, sich bei mir an- und abzumelden, Mr. Holmes. Gehen Sie ruhig rein. Nee, danke. Nein, ich... will nicht. Hier redet ja eh keiner mit mir. Nun gut, dann gehen wir mal zu dem neuen Wegpunkt. Den wir ja auf der Karte eben schon gesehen haben. Nämlich Daily Telegraph. Ach, guck an, wir sind direkt im Büro.
Charles Friedman. Hallo, Charles. Eines von Philo Remingtons frühesten Modellen schmückt den Schreibtisch. Trotz seines offensichtlichen Wertes für einen Journalisten hat es Friedman nicht besser behandelt als seine übrigen Besitztümer. Ein billiger großer Aschenbecher aus grünem Glas steht auf Friedmans Schreibtisch. Das kleine Gebirge aus Asche und den Kippen seiner holländischen Charrots kann die Tatsache nicht verbergen, dass der Ascher nicht mehr gespült worden ist, seit Friedman aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden ist. Oh, wir können uns hier so viel angucken, Leute. Die große Kartenprojektion von Europa basiert auf dem Prinzip des flämischen Kartografen Gerhard Mercator. Die Karte zeigt die politischen Grenzen im Jahr 1870, was bedeutet, dass sie völlig inaktuell sind. Ja, ja. Der Äquator. Die Geschichte etlicher kontinentaler Schurken sind in Tusche- oder Bleistiftzeichnungen festgehalten, manche sogar auf Fotografien. Friedman hat verschiedene Porträtfotos aufgehangen. Der bösartige Parnell, der Anarchist, Prinz Kropotkin und Nietzsche, der Philosoph und Verrückte, sind zu erkennen. Ein kleines Porträt ist besonders faszinierend. Okay, welches dann? Nun gut. Ich grüße Sie. Hallo Charles, können wir kurz reden? Ich bin ziemlich im Druck im Moment und ziemlich geladen. Meine Story ist von diesem Kretin in der Redaktion fast versaut worden. Meine Deadline rückt immer näher und ich habe keine Ahnung, wie ich fertig werden soll. Tut mir leid, Sherlock. Wie geht's deinem Bruder? Ist er außer Gefahr? Ja. Hast du irgendwas gehört, dass Terroristen in die Explosion verwickelt wären, Charles? Nicht mal ein geflüstertes Gerücht. Es war bestimmt ein Unfall, oder? Egal, ich muss das hier jetzt wirklich fertig machen. Entschuldige mich bitte. Natürlich, Charles. Es war nur so ein Gedanke. Charles hat die deutsche Synchronstimme, die ebenfalls bei Star Trek Deep Space Nine Harbinger, ich glaube, Botschafter Carrick hatte. Daran muss ich jetzt irgendwie denken. Ich weiß auch nicht warum. Was? Das ist alles, wo... Och, nö. Dafür bin ich hier hingekommen. Oh, das kann doch nicht sein. Na gut. Ich freue mich... Was? Milchglas erlaubt ein gewisses Maß an Privatsphäre und ermöglicht zugleich einem Mindestmaß an Tageslicht, die Dämmerung in Friedmans Büro zu durchdringen. So, klopfe? Was? Da geht's noch weiter? Was? Okay. Naja, wie auch immer. Ich freue mich jetzt... Genau dahin. Ja, genau darauf freue ich mich jetzt. Moment, erstmal angucken. Die selbsternannte Hohepriesterin von Barths verlangt totale Unterwerfung. Die ungeweihte Vettel hält den Empfang schon seit einem halben Jahrhundert besetzt. Oberschwester, ich möchte gerne meinen Bruder Mycroft Holmes besuchen. Ihr Wunsch und die Gepflogenheiten dieses Krankenhauses stimmen aber zufällig nicht überein. Ich pfeife auf die Gepflogenheiten. Er ist in einem bedenklichen Zustand. Achten Sie auf Ihre Sprache, Mr. Holmes. Sonst muss ich die Polizei rufen. Warum diese Animosität? Immer noch diese Sache mit den Bettpfannen? Sind Sie immer noch sauer wegen dieses Studenten-Ulks? Glauben Sie, was Sie wollen. Ihr Aufenthalt hier war zum Glück nur kurz. Es war kein Verlust für die Medizin, dass Sie uns wieder verlassen haben. Kein Grund, beleidigend zu werden, Oberschwester. Da niemand von Ihnen beiden hier offiziell etwas zu suchen hat, gehen Sie bitte. Boah, ich kann die Frau nicht leiden. Ich kann sie einfach nicht leiden. Eine Frau in Ihrer Position sollte sich nicht von Vorurteilen lenken lassen, Oberschwester. Sie haben nie besonders viel auf mein Urteil oder meine Autorität gegeben, Mr. Holmes. Wenn es also sonst nichts mehr gibt, gehen Sie jetzt bitte. Die werden wir so ärgern. Moment. Vielleicht haben wir hier was.
Falls er seine Krankheit überlebt, wird dieser arme Kerl wahrscheinlich an Langeweile sterben. Von den vielen möglichen Arten, diese Welt zu verlassen, können es nur wenige an Absurdität damit aufnehmen, in lächerliche Klamotten gehüllt zu verscheiden, nachdem man gezwungen wurde, endlos lange in einer zugigen Halle zu liegen. Von allen und jedem völlig ignoriert. Okay. Durch diesen Torbogen gelangt man angeblich zur neuen Intensivstation. Wenn die schlechten Erfahrungen nicht trügen, dann handelt es sich auch hierbei um einen labyrinthartigen Schlängelpfad. Bleiben Sie in dieser Halle oder ich lasse Sie hinauswerfen. Bleiben Sie in dieser Halle oder ich lasse Sie hinauswerfen. Boah, kann die mal einer erschießen, bitte? Das ist ja furchtbar, die Frau. Oh, den Armen wird die medizinische Hilfe gratis zuteil. Die Oberschwester gestattet es ein paar Auserwählten, auf der Empore herumzusitzen. Eine Abwechslung zu den ständigen Kontrollen durch die Polizei. Belästigungen durch Schlägertypen oder Angriffen durch den Abschaum der Stadt. Diese Patienten wirken und klingen so, als hätten sie die stark ansteckende Grippewelle fest im Griff, die gerade in der Stadt wütet. Okay, Watson, hast du eine Ahnung? Ist Veränderung im Bart illegal? Scheint so. Ich fühle mich zurückversetzt in eine andere Zeit. Stimmt, ins Mittelalter oder eine ähnlich düstere und bedrückende Epoche. Nein, nein, in meine Zeit als Chirurg hier. Vielleicht auch in die Blütezeit der Inquisition. Ein kurzer Blick auf die Oberschwester, die Gnadenlose, weckt eine ganze Armee unerfreulicher Erinnerungen. Ich würde diese vertrocknete alte Fledermaus nur zu gerne erwürgen. Und damit der Öffentlichkeit einen wertvollen Dienst erweisen. Ich bezweifle nur, dass sie dafür auf die Ordensliste der Queen kämen. Wie haben Sie diese schwestergewordene Straßensperre umschifft? Via Leichenschauhaus. Die einzige Möglichkeit hineinzukommen, ohne eine Nacht im Bow Street-Gefängnis zu riskieren. Ich liebe Holmes. Das ist so geil. Vorschläge, Watson. Möglichst bevor mir die Schädeldecke hochgeht. Beruhigen Sie sich, Holmes. Sie ist hier das... Was? Scheiße! Vorschläge, Watson? Beruhigen Sie sich, Holmes. Sie ist hier das Gesetz. Aber wie viele Zwergentyrannen ist sie den Fallen und Wirrungen der Bürokratie gegenüber wehrlos? Okay. Watson, wird sich diese Grippe zur Epidemie ausweiten? Ich weiß es nicht, Holmes. Aber jede Viruserkrankung stellt ein großes Risiko dar, sogar für Gesunde. In diesem Fall ist ein Krankenhaus kein empfehlenswerter Aufenthaltsort. Lassen Sie uns nicht länger bleiben als absolut notwendig. Ja, das ist wohl wahr, aber... Ah! Ich nehme doch an, Sie haben keine Einwände dagegen, dass wir den Leichenbeschauer besuchen. Sie nehmen falsch an. Dr. Watson hat ihn erst vor kurzem belästigt. Ich sehe also keinen Grund, warum Sie dasselbe nochmal tun sollten. Alter, diese Frau. Okay. Ey, ich kann hier wirklich nichts machen. Boah, die Frau hat schon wieder gewonnen. Ich würde der mal so gerne Kontra geben. Und Holmes hat es gerade eben so geil beschrieben. ja, Freunde. Ja, ich glaube, die Zeit ist erreicht. Mal wieder. Guck mal, und er sagt auch gar nichts. Das liebe ich so an Holmes. Scotland Yard waren wir. Die Nogginess Club kommen wir nicht rein. Daily Telegraph waren wir. Tja. Mein Bruder macht sich Gedanken, ob die Feuerwehr nicht vielleicht etwas übersehen hat. Nichts, Mr. Holmes. Sie sind umsonst hergekommen. Irgendwelche Dinge oder Umstände, die nicht zu einer Gasexplosion zu passen scheinen? Die Feuerwehr ist überzeugt, dass es keine Beweise für etwas anderes als ein Gasleck gibt. Irgendwelche merkwürdigen persönlichen Gegenstände entdeckt? Nein, nichts Privates ist aus dem Club entfernt worden. Ich betrachte es als heilige Pflicht, das Eigentum der Mitglieder zu beschützen. Er hat übrigens die gleiche Stimme wie der gerade beim Daily Telegraph. Fällt mir mal so gerade auf. Forbes, was ist nach der Explosion geschehen? Haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Ich war geschockt. War nicht ganz bei mir für ein paar Augenblicke. Sie haben niemanden auf der Straße gesehen, als Sie wieder zu sich kamen? Niemanden außer Ihnen selbst. Nun gut, Freunde. Das soll es bis hierhin erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann haben wir hoffentlich eine heiße Spur, die uns hier irgendwo weiterbringt. Macht es gut. Bis dann. Schönen Abend noch. NRW bei 18. Adieu.